Hallo, willkommen zurück zu Pokémon. Wir sind so traurig. Wo ist unsere Farbe? Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon. Nach etwas zu vielen Tagen Pause geht's weiter. Wir haben immer irgendwie so ein bisschen Problems, Aufnahmetermine zu finden, weil wir irgendwie immer unterschiedlich Lust haben gerade. Nee, Lust nicht, es ist halt was so ein los. Bisschen. Ja, auch so, immer, ne? So ein bisschen durcheinander der Dezember. Ja. Muss ja auch noch Geschenke und den richtig, ganzen Kram. Genau. Ja, ja, ich habe hier gerade in meinem Aufnahmeprogramm, wie ihr es seht, ich kann die Sättigung von meinem Spiel umstellen. So ist sie standardmäßig und ich muss sagen, das Pokémon-Spiel ist echt ein bisschen traurig von den Farben. Weil wenn ich es jetzt irgendwie so 25% stärker stelle... Das sieht viel besser aus. Sieht viel besser aus. Ich mache das mal einfach in der Nachbearbeitung im Video, aber ich stelle es für uns jetzt wieder auf traurig. Guck mal, wie traurig das aussieht. Voll blass. Voll ausgewaschen, ja. Ja, aber manche Farben sind dann wahrscheinlich zu stark oder so. Kann sein. Aber gut, willkommen zurück. Ihr habt uns geschrieben, wir sollen noch mit dem Pokémon Master Dude reden. Genau. Bisschen, weil der uns Kleidung fürs Evoli schenkt. Richtig. Und das klingt ja sehr geilo. Das ist genau das, was wir haben wollten. Genau. Hallo. Achso, Umfrage und so, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, ja. Wir spielen einfach normal weiter. Und wann wir halt dazu kommen, im Dezember ist es sehr durcheinander. Wenn wir es im Dezember nicht komplett schaffen sollten, was ich jetzt nicht denke, dann spätestens im Januar ist Zeit ohne Ende für alles. Vor dir sitzt ja mehr als 100 Pokémon habe ich, das haben wir alle schon gelesen. Ja, wir wollen nur ein bisschen über deine Pokémon fahren. Sehr schön, los geht's. Also, mein Galoppa ist mein absoluter Liebling. Es ist so unfassbar süß, klug und bla bla bla. Sein Fell ist so glatt, majestätisch und bla bla bla. Das siehst du doch genauso, oder? Du musst nicht sagen, ich verstehe schon. Es ist so bla bla bla. Selbst wenn es einschläft, ist es ganz warm und bla bla bla. Einfach wunderschön, oh ja, ich liebe es. Oh, hoppla, die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Danke, dass du mir zugehört hast. Hier ein kleines Geschenk von mir. Evoli-Set! Des Vorsitzenden. Du verschloss das Evoli-Set in deinem Klamottenkoffer. Das ist dein Klamottenset. Damit kannst du dich an den Stil deines Partner-Pokémons anpassen. Dann könnt ihr im Partner-Look auftreten. Ach, die gelten ja auch für uns, die Klamotten. Du wählst es aus, indem du das erste Menü in deinem Beutel öffnest. Okay. Dann tun wir dies doch. Ich wollte schon die ganze Zeit wollte ich mal neue Kleidung haben. Ich auch. Da war doch der Klamottenkoffer, ja. Kannst du auf den Monitor gucken beim Reden? Geht das, oder? Ja, dann rede ich mehr ins Mikro, ne? Das genau. Ist mein Problem. Ja, genau. Weil ich rede wir haben das Spiel gerade auf zwei Monitoren. Ich rede auf den rechten Monitor ein und sie auf den linken und das Mikrofon ist in der Mitte. Genau. Sie sitzt rechts und ich links und könnt euch vorstellen, wie wir hier aufeinander gesetzt sitzen. Outfit für dein Popo wählen. Evoli. Ja. Kopfbedeckung. Sportlich, okay. Nee, das ist wahrscheinlich nur für dich jetzt. Ja, eine Evoli-Kappe haben wir gekriegt. Ach so, wie süß. Wir bauen ein Outfit für dein Evoli. Evoli-Oberteil, oh. Die Kommentare haben uns angelogen. Die haben gesagt, wir kriegen ja Kleidung fürs Evoli und nicht Evoli-Kleidung. Ja. Ich dachte auch, Evoli kriegt neue Kleidung. So fancy. Jetzt sind wir Sherlock. Evoli-Tasche, wie süß. Wie süß. So. Ja, aber Evoli braucht auch neue. Ja. Aber jetzt... Schalte dich mal weg und her. Aber nur, um zu wissen, ob dein Outfit sich an mich anpasst. Okay. Ja, Tüttel. Ja. Ja, wie süß. Einmal alles zeigen. Wie cool. Hallo? Achso, sorry. So schnell. Ja, hast du auch einen süßen Rucksack. So einen größeren. Typisch Frau wieder einen riesen Rucksack dabei für ihren ganzen Müll. Ist so. Also, ist auch im echten Leben so. Immer so eine riesen Tasche dabei. Ist so. Und ich hoffe, euch gefallen die ganzen Einblendungen bei den Pokémon. Ich habe, glaube ich, nichts dazu gelesen, aber ich habe ja immer, wenn wir Pokémon gefangen haben, habe ich ja immer so die Entwicklung so eingeblendet. Ich habe die eh nicht so genau angeguckt, also wir selber wissen es nicht mal, aber für euch ist es ja ganz interessant bestimmt. Mein Herz schlägt für Vogel-Pokémon. Ich ziehe mit meinem Pokémon-Partner bald los, um einen Habitat zu fangen, nicht wahr, Patte? Konnte man das nicht irgendwie tauschen mit dem oder so? Er hat keinen Bock. Okay. Dann kein Porenta für dann uns. Halt nicht. Achso, ich soll auf dem Bildschirm gucken. Ich gucke immer da. Das ist. Ich kann nicht auf den linken gucken, weil der Mikrofonarm davor ist. Ja, ja. Wir haben ja alle unsere Probleme und Struggles. Wir brauchen noch Mauzis. Übrigens. Achso, ja, da hättest du gerne spielen können und fangen können. Egal. Bitte! Bei der nächsten Pause holen wir uns Mauzis. Okay. Easy. Auf diesen Dingern soll man besser nicht herum. Achso, das haben wir schon mal gelesen. Ja. Wir haben nur nicht in die Häuser geguckt. Das war es. Ja? Es ist gerade schwierig, weil wir nicht zurückkommen. Wo waren denn Mauzis? Ganz am Anfang irgendwo. Vor Azuria City, also wo da die Sackgasse war, nach dem Tunnel oder so, da waren Mauzis davor, glaube ich.
Hier und danach irgendwie so. Haben wir mit denen schon geredet? Das kommt mir alles so bekannt ja, vor. Ja, mit denen haben wir schon geredet. Okay, dann haben wir scheinbar echt nur ein Haus übersehen in der Stadt. Genau, und jetzt haben wir 1 Million Trainerkämpfe und so ein Kram vor uns. Dann gucken wir einfach mal. Ja? Was? Nee, ich dachte, du wolltest gerade nach... Tschüss. Nach oben gehen. Du musst nicht gestikulieren, das sieht keiner. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ich dachte, du wolltest nach oben gehen, weil da waren auch noch Trainer, aber da hast du gesagt, die willst du mit Level 100 recken. Wir gehen aufs Schiff. Das hast du vor. Oder? Wo gehen wir hin? Ja, aber wir konnten doch auch nach rechts gehen. Ja, da kommt der Tunnel. Da kommt der dicke Tunnel rechts. Aber können wir da schon durch? Ich glaube nämlich nicht. Aber hier kam doch über irgendwo ach, Trainer. Hier! Ja. Ach so! Guck mal! Ein Radikal. Ein Traumado. Und ein Supertrank. Ja, ich bin etwas, dürr im Kopf. Wir hatten irgendwie 5 Wege gefühlt. Traumado! Ja, jetzt erst hatten wir so linear und jetzt... Oh nee, haben wir... Ja, stimmt. Superbälle. Wollen wir nicht? Beutel. Pokebälle, genau. Musst du auch machen. Pokeball. Ja. Genau. Und Feuer. Hä? Aber du hast mitgeworfen. Ich habe ja, deinen Ball nicht gesehen. Aber ich glaube, unsere Bälle sind ineinander geflogen. Ach, so gut, so synchron. Guck mal. Ja, dann brauchen wir nicht mehr Superbälle für Traumados. Lasse, ein Traumato wurde gefangen. Ja. Evoli 25. Das schneide ich doch. Ach, Entschuldigung. Ich bin so gehypt gerade vom Kaffee. Für Traumato wurde Eintrag in Pokédex angelegt. Wir haben Kaffee aus Pokémon-Tassen getrunken. Alter, ja, du hast aus einer Pokéball-Tasse getrunken und ich habe aus einer Evoli-Tasse getrunken. Ist das nicht geil? Ja, mein Kaffee ist irgendwie schon ein paar Stunden her, aber... Meines. Jessie meinte, das müssen wir unbedingt erzählen. Ja, weil es voll passt. Und ich wollte es eigentlich während der Aufnahme trinken, aber... Das sind aber eigentlich beides Jessies Tassen. Ja, aber trotzdem. Ja. Okay, wenn man immer in der Nähe eines Traumato schläft, zeigt es einem nachts manchmal Träume, die es vor langer Zeit verspeist hat. Okay. Nett, cool. Nice. So, etwas größer Gonzo. Und etwas dicker. Who's that Pokémon? Ja, mit so einer schwarzen Silhouette oder so? Okay. Ja, ne? Traumato kommt in die Box. Sehr schön. In die Box. Das ist aber ein Radikal, das kann man auch fangen, oder? Ja, die werden ja aber nicht so selten hier sein. Nee. Am besten wäre es ja eigentlich... Ich glaube, wir kriegen keine schweren Kämpfe. Auch wenn wir jetzt an allen Trainern vorbeirennen würden oder so. Weil allein das jetzt kommt dann bestimmt irgendeiner, der hat dann Gengar und will, dass wir 200 Pokémon gefangen haben oder so. Und dann sagt Jessie wieder, ja nein, wir fangen jetzt 200 Pokémon. dann haben Tag wir, auch. Das sind eher Level 50 schon. Nee, also ich glaube, es bringt keinen Nachteil, die Trier zu skippen. Das ist... Der Dennis. Hallo Dennis, der Elektriker. Elektriker. Unterschreiben bitte. Okay. Das ist ein Lied. Achso, ich habe schon gestern, soll ich das sagen? Ja. Achso, und jemand hat geschrieben in den Kommentaren, was ich lustig fand, wir sollen Vulpix Firefox nennen, statt Naruto. Finde ich besser als Naruto sogar. Weil ich, Naruto ist mimiger. Findest du? Ja. Wo ist Naruto mimiger? Weil Naruto ein Meme-Anime mittlerweile ist. Ja, leider. Gut, dass es mit den Elektroattacken auf dich geht. Ja. Anstatt gegen diesen riesigen Fisch, der gegen schwach sein könnte. Der ist ja doppelt schwach, ne? Ist ja, ja. Wasserflug, ja. Ach, ich gucke mit Jessie gerade Jojo. Jetzt, ja! Sie versteht mein Garados endlich. Ja! Ich verstehe auch jetzt endlich bald die ganzen Jojo-Memes im Internet, die scheinbar überall sind. Du stehst ja völlig unter Strom. Du bist ja der Elektro-Trainer. Ja. Ich find's echt cool, ja. Ich habe ein bisschen Angst gehabt vorher, weil ne, du mir so gesagt hast, oh, das ist voll abgedreht und so. Also noch hast du gemeint, ist es noch nicht, ist es noch sehr zahm und sowas. Aber ich finde es jetzt, das ist irgendwie... Ich habe nur gesagt, es ist bizarr und das ist es. Das ist es, das stimmt, aber es ist halt typisch Anime, finde ich. Also Anime ist an sich schon irgendwie bizarr. Und bisher, wie gesagt, ist es noch sehr handzahm, also... Das stimmt. Gefällt mir aber echt gut, hätte ich nicht gedacht. Superbälle! Ja, ich muss doch hier mal langsam mit den Kids wieder, ne? Hello, fellow Kids und sowas. Ich glaube, die Kids gucken noch kein Jojo. Die gucken nur hier zu. Hallo, Kids. Hallo, Kids. Nein, Spaß. Ich weiß, dass ich nicht nur Kids als Zuschauer habe. Aber wenn ihr Kids seid, dann dürft ihr euch auch nicht diskriminiert fühlen. Genau, deswegen jetzt. Also, ihr seid alle cool. Ja, wir lieben euch alle. Fühlt euch nicht angegriffen. Blackmon, yeah. So. Cool, Blackmon ist gut gegen mich. Aber wir können es umdrehen, wenn du lieber einen Firefox hast. Ja, ich möchte lieber Firefox. Okay. Naruto gefällt mir nicht. Das ist ja jetzt Naruto traurig. Ja.
bin auch traurig, dass es ein Meme-Anime ist, weil, wie gesagt, ich habe Naruto echt gern geguckt. Oh, du nutzloses Viech. Oh, ist zurückgeschreckt. Sehr schön. Nein. Aber ich glaube, es war wegen deinem Biss zurückgeschreckt. Eventuell. Das Biss, was ihn fast komplett getötet hat. Ja. Oh, da macht er einen Killstil. Ja, muss ja wieder. Ne? Da hat mir die Erfahrung. Nee. Hat er jetzt noch eins? Ja, Level 17? Ja. 17. Ja. Hat er jetzt noch ein Pokémon oder war's? Irrlicht. Macht Schaden oder ist Irrlicht ist Feuer. Feuer, okay. Verbrennung macht es einfach. Ach so, nur Statusfeuer, denke ich. Ja, aber kannst du gegen. Was habe ich noch? Irgendwas Lustloses, glaube ich, noch? Totenschlag zum Beispiel. Ja. 1, 2 und schwupp. Jessie meinte Flulpix. Erlernt nichts als Flamara. Vulnona, ja, genau. Irgendwie habe ich im Kopf gehabt, dass man Vulpix mit Feuerstein entwickeln kann. Das war richtig. Und ich glaube, dass Vulnona nichts lernt. Und dass man Vulpix vorher alles beibringen muss, was Vulnona haben soll am Ende. Oder so. Okay. Ich weiß nicht. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Also deswegen soll man Vulpix relativ spät entwickeln. Was wollte ich sagen? Achso, wegen Irrlicht. Es gibt, glaube ich, Feuerattacken, die noch stärker sind, wenn das Pokémon brennt. Deswegen finde ich die ganz gut. Tada, Firefox ist erschaffen. Sehr nice. Ich finde das echt cool, dass man die so on the fly immer umbenennen kann einfach. Ja. Sehr nice. Ich habe meine Pokémon viel, mit viel Hingabe trainiert. Jetzt müssen sie kampfbereit sein. Meine Pokémon hast du also mehr als eins dabei. Das wäre echt mal cool. So 6 Stück oder so. 5. Tanja. Das können wir schon aufgeben. 2. 2. Hoppala! Ich hör mir mal kurz Kopfhörer statt Kopfhörer. Kopfhörer statt Kopfhörer, okay. Ja. Soll ich für dich kämpfen? Kannst du. Alter! Alter! Ich hab hier Garados und Firefox. Was, Platscher soll ich machen? Nee. Wenn ich nur A gedrückt hätte, hätte ich es Platscher gemacht. Ja, das tötet auch Garados. Klar, genau. Weil Garados ist auf einmal Platscher voll so OP-Move. Rockzocki. Halten ganz schön was aus mittlerweile. Ja, ich glaube, vom Level sind wir jetzt wieder gleich auf, ziemlich, ne? Ich bin 17, der ist 16, ja. Oh oh! Achso, ja, unsere Controller sind fast leer, ja. Aber wir haben hier Ersatzcontroller, die sehr schön aussehen. Voll gestaubt mit runden Haaren. Wunderschön, so pflegt man seine Elektroartikel. Oh, was ist das denn? Nidorina. Komischer Hamster. Wasser, der setzt in Wasser ein. Biss. Ach, guck mal, deine Batterieleistung ist ja, auch nach. Oder ist es einfach nur, weil es. Nein. Dings 2 ist. Controller 2. Hier. So. Oh, Controller 1. Achso. Ah! Ach ja. Lustig. Jessie lernt die Switch kennen. Ja. Das ist mal, wie oft die genannt hatte. Ja, ist ja sogar eine eigene. Ich weiß, aber ich hab's nur für Dings Zelda. Ja. 100% hat sie gemacht. Und ja, 100% Zelda. Habe ich letztens, Alter, die Tweets wieder gefunden, wo ich irgendwie stundenlang die ganzen letzten Koroks überprüfen letzten, durfte. Ja, und für die Map, ne? Genau. Ja. Muss man die ganze Map irgendwie ablaufen und so. Wie dumm. Aber ich hab 100%. Boah, das war so ätzend, weißt du, da hab ich mir echt gedacht, ich hab's alle richtig abgezählt gehabt und dann hol ich den angeblich letzten, denk mir so, nee, oder? Ein einziger hat gefehlt und dann findet man diesen einen einzigen Piep-Korok dieser Map überall. Musste alles nochmal durchgehen und, oh nee, ätzend, hui. Aber ja. Ich habe ihn relativ schnell gefunden sogar. Hä, ich hab den gesucht. Achso, du hast den gesucht. Dann hast du ihn relativ schnell gefunden. Ich dachte, du hast nur die Map dann gemacht. Nee, ich habe alle Stellen nochmal überprüft. Achso, ich saß vom Fernseher. Das war über die halbe Map, die markiert war. Ich glaube nicht, dass ich ihn schnell gefunden habe. Okay, ich saß vom Fernseher, habe geweint. Ich habe einen Fiebertraum wahrscheinlich gerade, weil ich so habe, dass ich den gefunden habe. Ah ja. War aber lustig, also. Hallo, je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, originelle Spitznamen, ja, für sie zu finden. Ja, das stimmt. Meine Pokémon kriegen fast täglich neue Namen von mir, weil mir die alten nicht mehr gefallen. Wie lustig. Genau jetzt hier, genau sind die. Genau jetzt, ja. Wenn du nach Lavandia willst. Lavandia! Durchquerst du am besten den Felstunnel. Du kannst ihn von Azuria City aus erreichen. Das würde ich mich auskennen. Ich folge einfach dem Zeug, was mir, ja, ne, von der Nase gelegt einfach wird. Nach rechts laufen. Oh, hallo, guck Frau mal. Doktor. Hi. So ein Ärger. Ich muss nach Lavandia. Aber dieses riesige Pokémon hat sich einfach mitten auf die Straße gelegt und schläft jetzt tief und fest. Wie soll ich da vorbeikommen? Tja. Tja. Bestimmt keinen Riesenfleckborn. Oh, dein Popo. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Professor Eichs Assistent. Was? Nein? Naja. Was? Jedenfalls hat mir der Professor aufgetragen, zu überprüfen, ob du bereits 30 verschiedene Pokémon in deinem Pokédex registriert hast. Wenn ja, dann soll ich dir die Richterfunktion zugänglich machen. Damit kannst du Pokémon anklagen, falls sie dich nerven. Also, wie sieht's aus? Hast du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefunden? Ja.
Ganz sicher? Mal sehen, wie viele Pokémon du schon registriert hast. Oh, du hast bis jetzt 29. Das reicht leider. Alter. Oh, weil hätten wir doch das Radikal mitgenommen. Ja. Mann. Triggert. Ja, vielleicht machen wir so solche Kleinigkeiten wie diese restlichen Trainer und so ein Schmarrn einfach zwischen den Folgen für uns. Haben wir auch ein bisschen was noch fürs von dem Game. Hilfe, was kommt denn da für eine Armee auf mich zugelaufen? Weil zum Beispiel die Mamauzis, genau. Mamauzis kann man dann noch dazwischen holen. Wo ist ein Radikerl? Radiger Kerl. Tauboga, Tauboga. Weißt du, vorhin liegen hier 5 Stück rumgefüllt, jetzt irgendwie gar keine mehr. Okay. Und keine Angst, bitte. Ich tue mir nichts. Da, Salosch! Rennt weg! Renn! Ja, ich darf. Was machst du denn? Warum bist du denn so im Kreis gelaufen gerade? Weil der oben ein Trainer ist und der will kämpfen, wenn ich da hinlaufe. Das ist eh wieder weg wahrscheinlich. Nee, ist noch da. Ja, der Opa, der darf nicht nach links gucken. Ach so. Oh. Da! Warum? Oh nee! Das ist radikal. Danke, vergessen das Licht auszuschalten. Nein, Mr. Elektriker habe ich nicht. Der Jürgen. Mit Magnetilo. Ich bin einfach in die Richtung, immer vor deiner Nase. Ja! Dann haust du mich auf. Los, Jojo. Man konnte die Attacken auch neu sortieren, ne? Konnte man, ja. Ich weiß echt nur nicht, wie. Ein bisschen convenient, nämlich bis nach oben zu schieben, wenn ich ihn eh nur die ganze Zeit einsetze. Ich glaube, beim Bericht kannst du es machen oder so. Oh! Ah ja, weil es ein Stahl ist. Na. Verbrannt. So, war's das? Grundsätzlich gab's Stahl, gab's ja gar nicht eigentlich zu den Classic-Pokémon. Da hatte das noch gar nicht Stahl. Mm-mm. Deswegen habe ich auch nicht daran gedacht, dass es jetzt Glut-Dings effektiv ist. Das war für mich halt immer Elektro. Hat jemand die Pokebälle nach Voltoballs designt? Oder andere. Die Voltoballs haben sich in Pokebälle designt. Ja. Keine Ahnung. Das hat gerade irgendwie wenig Sinn ergeben. Huch. Ja, enthucht. Mauszeiger weg. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es so ein mutierter Pokeball oder so. Und dann ist das eigene Dings draußen. Verstrahlter Pokeball. Ja. So verstrahlter Pokéball. Und er ist dann eigentlich ein eigenes Pokémon geworden. Elektriker Jürgen wurde besiegt. Ausgeknöpfte Kinder heutzutage stehen echt unter Hochspannung. Ja, toll. Nice Strompanz. Das Radikal ist schon weg jetzt. Nee, da ist es noch. Nice. Nein! Wieso habe ich im Kopf, dass es lila sein müsste? Weil Radfass lila ist. Ah. Oh, ist rot. Ja. Und Päh! Oh. Ja, deswegen habe ich nicht geworfen. Tja, mal gucken, ob es funktioniert das. Ne? Alter, guck mal hier. Ja, ist ja auch nur ein Radikal. Was ist die Macht meines Evoli-Kaffees? Tja, sie hat gerade versucht, nichts zu sagen, weil sie weiß, dass ich schneide. Und hat sie einfach nur, boah, gesagt worden. Mit der Erfahrung! Weil es so viel war. Ich habe leise gesagt, so, boah. Jojo will Raserei lernen. Ja, klar. Gerne ein bisschen ballern. Verletzt sich selber, glaube ich. Nee. Wird nur Angriff, okay? Ein Spam-Angriff. Aber Rip-Platscher, würde ich mal meinen. Okay. Was? Dein OP-Move? Ja. Nein! Schwupp, Jojo hat Platscher vergessen und Raserei. Einem Trainer mit 6 Pokémon kann ich einfach Raserei spammen. Ja, Raserei macht ja keinen Schaden, oder? Ist doch jetzt nur ein Buff. Nee. Macht 20 Schaden und wird stärker, mit, umso öfter man es einsetzt. Ach so. Für Radikal wurden Eintrag, Dingsbumsela. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über kleine Schwimmhäute. So kann es in Flüssen jagen. Okay. Okay. So, dürfen wir jetzt hier Richter, Dings, Ace, wie heißt das Spiel mit dem Objection, Dings, vergessen. Phoenix Wright? Phoenix Wright, genau. Was willst du mit Phoenix Wright? Ja, wir kriegen noch jetzt Richter, Dings. Ach so. Hallo, dein Popo, erinnerst du ja, dich? Ja. Ich habe mich wirklich noch an den erinnert. Ja, gar die zwei nicht. Assistenten. Der eine sagt, ich bin der beste Assistent. Und der andere hat auch gesagt, ich bin der beste Assistent. Stimmt, ja. Ich hab's voll vergessen. Können wir da durchgucken, durch die kleinen Gasdinger? Wie ich sehe, hast du 30 verschiedene Arten registriert. Super, gute Arbeit. Damit hast du dir diese neue Funktion für deinen Beutel redlich verdient. Lass mal sehen. Im Beutel wurde die Richterfunktion hinzugefügt. Wenn du dir jetzt den Bericht eines Pokémon anschaust, kannst du auf den ersten Blick erkennen, über welches angeborene Potenzial es verfügt. Ah ja. Also ist nichts Neues, okay. Du wirfst einen Blick durch das Fernglas. Um von Azura City nach Lavandia zu gelangen, sollst du offenbar den Felstunnel durchqueren. Ja. 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 Wir waren aber doch gerade in
Wo waren wir? Urania. Urania. Ja, da müssen wir ja erstmal aus. Klingt nach Zahnpasta. Oh. Ja, ne? So, und hier müsste jetzt ein Relaxo liegen. Genau. Das dicke Blackmon. Hallo. Das Pokémon schläft tief und fest. Schön, dass du dafür hochhüpfen musstest. Das war sehr wichtig. Eine Mitteilung. Manchmal hält in dieser Gegend ein Pokémon Mittagsschlaf und blockiert dir durch den Weg. Wenn sie es nicht aufwecken können, empfehlen wir ihnen, einen Umweg zu machen. Aber wir fahren dann mit dem Boot und dann kommen wir von unten und Evoli sagt dazu... So eine fette Sau. Popo. Evoli ist ja von schieren Größe des Pokémon schockiert. Ja. Water. Water. Gibt's doch irgendwas? Jetzt, was man so Buff-Typen sagt. Absolute Unit. What an absolute unit. Genau, das war's. Ja. Ich gar nicht. Okay, wieder doch, was doch. Gelernt. Immer wenn jemand so ultra buff ist. Das okay. Wollte ich sagen. Okay. Wieder was gelernt. Oh. Nein. What an absolute unit. Aha, ich bin doch keinen einzigen Schritt in meinem Leben gelaufen. Keine Ahnung, was der gesagt hat. Ich habe noch keinen Kampf verloren, hat er gesagt. Achso. Tja. Matrose dick fordert dich heraus. Jetzt hast du es aber, oder? Combo. Oh nein, welches Papsel? Süß. Ja, die ist sausüß. Nur Quapuzzi ist so hässlich am Ende. Raserei. Alter. Zuck, zuck, hieb. Ich würde gerne wissen, wie viel Raserei Stärke wird eigentlich mit jedem Einsatz dann. Keine Ahnung. Ah. Macht schon gut Schaden. Nee. Rose. Hey, na, hallo, ich will das testen. Ja. Mach ich extra einen schwachen Angriff und dann machst du jetzt so einen Müll gegen mich ein. Oh, das und du bist aufgewacht, weil nice. Du Sleep hat oder sowas stand ja, da. Ja, irgendwie sowas. Braves Jojo. Braves Jojo. Die Roserei. Ah. Okay. Ich glaube, 10 Stärke oder so gewinnst du dazu mit dem Ding. Jojo verfällt in Raserei. Jetzt kam erst der Buff. Ach, wahrscheinlich, weil es eingeschlafen ist, hat es den Buff nicht bekommen nach dem ersten Mal. Genau, ja. Na, kannst du ja im zweiten Pokémon ausprobieren. Ja, merk schon. Tauscht mir hier schon wieder den Kill. Ja. Kill Steal. Ich muss echt mal gucken mit dem. Ich möchte es jetzt wissen. Ja, guck einfach nach. Du hast ja ein Handy. Genau. Mach Holo. Und ich muss jetzt sogar gucken, dass ich, Ja, gib einfach Vulpix ein und such einfach. Weil die haben such ja einfach such einfach Vulpix. Es steht im Wiki mit drin. Okay. Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Aufgepumpt hat sich's. So, ich hab nicht aufgepasst, aber schauen wir mal, wie stark meine Raserei jetzt ist. So, Raserei. Nee, das ist ein Alola. Warum will ich doch gar nicht? Fuck. Wo bin ich? Wo bin ich? Unter der Textbox. Ah, meine erste Niederlage. Na la 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 la. Weiter runter. Folgende Attacken kann Vulpix durch Levelaufstieg erlernen. Okay, also er lernt bis 31. Möchtest du ins Mikro reden oder ins Handy? Er lernt bis 31 Dings Attacken. Die letzte Attacke ist Feuersturm. Und Voluna. Genau, Voluna lernt nämlich nichts. Die hat irgendwie. Also hat standardmäßig scheinbar halt so ein paar Attacken, wenn es wild irgendwie ist. Aber es lernt von sich nichts aus. Genau. War ich doch richtig. Juhu. Die Kommentare müssen mich nicht flamen. Huh. Dann vernichten wir den noch. So. Weißt du, warum, was... Warum die Route 11 heißt, dass sie aus gleich zwei Zahlen... Was? Dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das wirkt so schön ordentlich. Und wahrscheinlich weißt du, warum ich Route 11 mag. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainer-Coach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainer-Coach herausfordern? Ja. Ich möchte kämpfen. Na, dann werde ich mich nicht zurückhalten. Legen wir los. Trainer-Coach Dante fordert dich heraus. Trainer-Coach Dante setzt ein deutsches Ratzfratz ein. Oh nein. Guten Tag. Ratzfratz, ja, guten Tag. Krankenwagen. Blitzkrieg. Umsatzsteuer. Schönen deutschen Worte. Oh, geil. Bis. So, ja. Wo ich hätte auch Blut machen können, egal. Gesundheit ist auch so ein deutsches Gesundheit, Meme. Ja. Ein deutsches Meme-Board. Was hast du gemacht? Ein Ruckzuck-Hieb. Du hast Ruckzuck keinen Schaden gemacht. Ich weiß, ich hab's gesehen. Hast du Level 21, deswegen hält es was aus. Ich kann doch sonst nichts Gescheites hier. Mach doch deine Glut einfach. Ich kann es auch brennen lassen. Mach, was meinst du? Ich mach brennen, dann mach ich Blut. Und das ist doch auch Konfusstrahl. Das auch trifft doch nie. Verwirren die Angriffe, trifft man eigentlich immer. Nee. Tötet hier noch. Aua! Dich.
weiter! Ihr bist Level 17. Firefox setzt Irrlicht ein. Go! Sieht cool aus. Weil die Geister an. Ja. Und brennt. Oh Gott, du musst mir hier. Nee, ich muss mir einen Trank geben. Kann ich ja selber machen. Ich muss hier gar nichts. Ich muss austauschen, weil wenn der. Man setzt doch Tränke immer zuerst ein. Nein. Ja, hoch. Nein. Wenn mein Vulpix jetzt stirbt, ne? Normaler Trank sollte reichen, hoffe ich. 20 Punkte. Nee. Fast 40. Ja. Haben keinen Support. Oder nee. Doch? Oh, in der zweiten Teile war der, glaube ich. Ja. Item setzt man immer zuerst ein, deswegen war es ja das Nervige. Bei so Arena-Singern, wenn die das fast tot waren. Mhm. Bis. Nom. Bitte nicht auf mich. Warum auf mich? Ah! Sich die Counter heilt. Ja. Da. Jetzt ist tot. Ja. Hey, wir sind noch vor der Stadt. Wir sind noch jetzt ins Pokémon. Der hat doch zwei! Oder so? Nein, der hat eins. Echt jetzt? Ja, ich schwöre. Na gut, dann vertraue ich dir. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Dann liegt es daran, weil du keinen Ruckzuck-Hieb gemacht hast. Oh nein! Oh nein! Der Ende ist Jojo. Volltreffer. Rächt mich, Jojo! Hat er mit einem Volltreffer. 100 Team Erfahrung, ja. Aber gib mir ein TM. Du bist vielleicht stark. Hier, 2000 Euro. 200.000 Mark. Mark, ja. Du bist echt stark. Jetzt habe ich eine gute... Jetzt habe ich gute Laune, deswegen schenke ich dir das hier. 5 Evoli-Bonbons. What the fuck are Evoli-Bonbons? Mit einem Evoli-Bonbon kannst du einem Evoli dauerhaft stärker werden lassen. Wenn du auf der Suche nach Bonbons für ein bestimmtes Pokémon bist, solltest du möglichst viele Exemplare davon fangen und sie an den Professor schicken. Also sind die auch wie in Pokémon Go. Ja. Und genau. Man die da brauchte zum Entwickeln oder so? Die brauchte man zum Entwickeln. Genau. Oh, guck mal, Wolfix lebt noch. Läuft mir hinterher. Ja. Alles easy. Nur ein Bein fehlt. Achso, wir müssen noch 60 Pokémon fangen, ne? Irgendwie. Die mit dem Shiggy, die wollten uns Shiggy geben. Ja, ja. Ja, dann gehen wir doch da hoch und fangen Pokémon jetzt. Nein, das machen wir zwischen den Folgen. Nein, ich will dein Shiggy! Wie entsetzt du gerade geguckt hast. Du machst nie... Weißt du, das sind so Sachen, die kann man doch schnell machen. Mausi fangen, schnell 60 Pokémon fangen. Wir haben doch schon irgendwie 50 oder so. Ich hab gespuckt, glaube ich. Entschuldigung. Die Sache ist die. Das Video ist doch 1 Million Mal chilliger, wenn wir heute einfach ein bisschen Progress machen. Dann habe ich die Folge. Dann kann ich die schneiden und rendern und du nimmst einfach die Switch und fängst 30 Millionen Pokémon da oben und deine Mauzis und alles. Und ich muss das in der Folge nicht rausschneiden, 5 Stunden lang. Okay. Und du erzählst da auch nichts Spannendes und sonst was, was ich dann, weißt du? Okay. Okay. Shiggy läuft nicht weg. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt aufs Boot oder gehen wir jetzt... Wir müssen aufs Boot. Wir müssen aufs Boot, weil da kriegen wir Blitz und dann können wir durch den Tunnel gehen. Ja, ich konnte das Pokémon Center gar nicht cool schneiden. Naja, weil ich die gestern gequatscht habe. Ja. Tja. Ich habe ja sonst immer dieses so Instant Cut aufs. Ja. Tja. Hallo! Bei mir beschweren. So, das war's mit der heutigen Folge Pokémon. Tut mir nochmal leid, dass es jetzt irgendwie so lange gedauert hat, dass sie jetzt eine kam und jetzt ist sie wieder knapp unter einer halben Stunde und keine 45 Minuten oder so. Aber wir versuchen unser Bestes. Von der Theorie her sollte Pokémon und Red Dead Redemption dann immer am selben Tag kommen, wenn ich mich nicht komplett vertan habe. Genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns übermorgen wieder bei einer Folge, die dann hoffentlich lang ist. Bis dann, euer Zimmelmann.